Wir gehen jetzt in den nächsten Programmpunkt. Das ist die Fortsetzung der Impulsvorträge. Ich habe Dorothea im WDR philosophischen Radio-Podcast das erste Mal gehört. Und ich fand total spannend, dass sie so eine philosophische Perspektive auf das Thema KI hat. Wir haben oben in der Bibliothek in der Leseecke dein Buch ausgelegt, Dorothea. Ich fand den Titel genial, KI, Kunst und Kitsch, der Untertitel ein philosophischer Aufreger. Und er erschien auch noch im Karl-Auer Verlag in der Reihe Update Gesellschaft. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt ansteht. Wir werden wahnsinnig große gesellschaftliche Veränderungen sehen durch das Thema KI. Und deswegen freut es mich total, dass du, obwohl du andere Termine hattest, trotzdem es möglich gemacht hast, online dabei zu sein und uns so ein bisschen was zu erzählen zu der Funktion von KI als ein Pinsel für Wissensarbeiterinnen. Deine Bühne, Dorothea, und dein Applaus. Super. Vielen Dank. Erstmal die obligatorische Frage. Man hört mich auch im Raum, hoffentlich. Ja, okay. Ja, du bist sehr gut zu hören. Du bist gerade im Applaus noch ein bisschen untergegangen, aber jetzt bist du super zu hören. Okay, sehr gut. Dann nicht mehr applaudieren, bitte. So, ich teile jetzt mal kurz meine Präsentation und hoffe auch, dass das gut funktioniert. Ist da. Sehr gut. Genau. Also es ist schon mal die kurze Vorankündigung, die kurze Warnung, dass es jetzt ein wenig philosophischer wird und ich hoffe, dass ist jetzt auch in Ordnung für alle Beteiligten. Genau, Ausgangspunkt meines Impuls ist auch heute so ein bisschen mein Buch, also das Thema meines Buchs, also eben KI und Kreativität und Kunst und all das. Aber ich habe jetzt versucht, das mal so ein bisschen Big Picture zu zeichnen, also auch immer Kunst quasi als Beispiel zu nehmen, aber auch zu zeigen, was das vielleicht auch insgesamt für andere Bereiche bedeuten kann und inwiefern das relevant sein kann. Wobei natürlich auch Kunstkreativität allein schon super relevant ist. Und damit wir jetzt alle wieder ein bisschen wacher sind nach der Pause, habe ich jetzt erstmal hier eine kleine Rätselrate-Runde mitgebracht. Und zwar, eins der beiden Bilder, die ihr hier seht, ist ein echter Rembrandt und das andere ist ein KI-Rembrandt. Was heißt das? Da wird eben eine KI mit Tausenden von Rembrandt-Gemälden gefüttert und sollte darauf basierend dann eben einen Rembrandt schaffen. Und wie man hier sieht, hat die das sehr gut hinbekommen, also hinsichtlich des typischen Sujets, also des typischen Bildes, was da eben gezeigt wird, zum Profil von einem Mann, einmal ein bisschen älter, einmal ein bisschen jünger. Auch der Lichteinfall und sowas, das hat die offensichtlich sehr gut analysiert. Auch spannend, ist auch schon einige Jahre her, also ist nicht mehr brandaktuell. Jetzt wird wahrscheinlich eine aktuelle KI das noch viel besser machen. Und jetzt habe ich lang genug gequatscht, dass sich hoffentlich jeder ein Bild machen konnte. Und ich würde mal vorschlagen, dass man vielleicht durch also die online zugeschaltet sind, einfach eins oder zwei, also eins ist links von uns, eins, zwei ist rechts. Und die im Saal dürfen einfach mal kurz die Hand heben. Wer glaubt, dass das linke, also dieser jüngere Mann, der echte Rembrandt ist? So rumgefragt. Wer glaubt, dass links der echte Rembrandt ist? Hand heben. Ich suche hier mal gerade ein bisschen abzuzählen. Ich sehe so ungefähr 8 bis 10 Hände, würde ich sagen, vor Ort. Mhm. Okay. Und wer glaubt, dass links der ältere Mann mit Hut der echte Rembrandt ist? Da gehen 90% der Hände hoch, würde ich sagen. Okay. So, jetzt wird es dann gleich schon aufgelöst. Also, alles richtig gemacht habe ich mit meiner Auswahl. Links ist der echte Rembrandt, also der jüngere Mann, und der Herr mit dem Hut ist das KI-Gemälde. So. Mit Bildern ist es ja auch schon irgendwie, glaube ich, gemeinhin bekannt, dass eben KI da offensichtlich sehr gut analysieren kann und auch Werke herstellen kann. Was man bisher dachte, bevor eigentlich ChatGPT eingeführt wurde, mit Worten wird das nicht so leicht möglich sein. Und jetzt sind hier wieder zwei Gedichte, das können wir jetzt leider nicht in Gänze analysieren und durchgehen, aber einfach mal nur kurz mal durchlesen, dass man einen Eindruck hat. Also eins der beiden Gedichte hat unbemerkt einen Gedichtswettbewerb gewonnen, auch schon wieder einige Jahre her, also nicht aus diesem Jahr und nicht im letzten Jahr. Und das andere ist von einem, ich will es, ein Mensch, ich sag's mal so ganz allgemein, ohne jetzt irgendwelche Hints zu geben. Gleiches Spiel wieder. Wer glaubt, dass Sonnenblicke auf der Flucht, ich weiß, das war jetzt ein bisschen schnell, wer glaubt, dass Sonnenblicke auf der Flucht KI generiert ist? Diesmal frage ich andersrum. Hand heben.
keine einzige, eine, zwei, okay, doch vor einige. Vor Ort sind so fünf, ja, vor Ort würde ich sagen fünf, sechs, sieben. Okay. Wer glaubt, dass abends schiebt jede Aprikose KI-generiert ist? Das ist vielleicht die Hälfte, knapp die Hälfte. Okay, also nicht mehr ganz so eindeutig. Also hier auch die Auflösung, Sonnenblick auf der Flucht ist KI-generiert, abends schiebt jede Aprikose von Hertha Müller. Genau, so jetzt die Analyse dessen, was das jetzt für uns heißt als DichterInnen, lasse ich jetzt mal jedem selbst und würde jetzt aber deswegen zu der Frage direkt übergehen. Wir haben jetzt ja gesehen, KI-Kunst, menschliche Kunst eigentlich kaum noch zu unterscheiden, zumindest jetzt eben bei einigen Werken. Wofür brauchen wir dann überhaupt noch kunstschaffende Menschen, wenn KI das ja offensichtlich effizienter, schneller, billiger, eben sogar vielleicht auch besser kann als der Mensch? Und um das jetzt schon mal gleich vorwegzunehmen, meine kurze These ist, wir benötigen auch im Zeitalter mit KI und da eigentlich erst recht den Menschen. Zwar anders als davor, aber weiterhin. Und genau, und um das jetzt kurz zu unterlegen oder wie wir dann zu dieser These kommen würden, muss ich einen ganz kurzen Exkurs machen zu was ist KI. Und ich weiß, dass ihr alle schon auch heute und sich auch sonst natürlich schon tausendmal mit KI befasst haben. Aber mir geht es jetzt ein bisschen um meine philosophische Position da. Also ich hoffe, das wird mir verziehen. Genau, also was ist Mensch, was ist KI? Ich habe mit Absicht diesen Gegensatz gemacht, auch allein deswegen, weil wir nun mal irgendwann diesen Titel gewählt haben mit Intelligenz und eben nicht einfach von Software-Systemen oder Algorithmen oder sonst irgendwas sprechen, sondern eben von einer KI, von einer künstlichen Intelligenz. Und schon im Titel sieht man mal ein kleines Framing, dass eben die Intelligenz bei KI nicht wirklich vorhanden ist und man eigentlich vor Intelligenz gar kein Menschliches mehr setzen muss, weil es immer menschlich ist. Und ich weiß, da gibt es auch tausend andere Positionen und hoffentlich auch gleich in der Diskussion viel Dissens darüber. Aber das ist in meiner Position darüber eben, worüber wir sprechen, wenn wir von KI und wenn wir von Intelligenz sprechen und Menschen. So, was ist KI? KI ist, egal wie komplex sie ist, immer prinzipiell eine Input-Output-Struktur-Programmierung. Was heißt das? Dass eben irgendein Input geliefert wird, irgendwas geschieht in der KI und dadurch dann irgendein Output generiert wird. Und es ist selbst dann der Fall, wenn wir von Blackbox-Fällen sprechen. Das heißt also, das sind diese Fälle, wo man eben als Mensch nicht mehr nachrechnen kann, nicht mehr nachvollziehen kann, wie die KI zu einem Ergebnis kam. Und jetzt kommt mein humanistisches, mein kantianisches Weltbild, was man da jetzt eben sieht, aber was, wie wir sehen, auch im deutschen Rechtssystem zum Beispiel zugrunde liegt. Wir Menschen sind halt frei, wir haben eigenen Willen. Wir sind eben nicht reine Input-Output-Strukturen, wo alles berechenbar ist, sondern haben halt zumindest in meiner Position und in Kants Position einen freien Willen. So, das führt eben dazu, dass KI ein stets immer geschlossenes System ist. Das heißt, sie kann eben nicht über ihre Prämissen hinaus und wir Menschen im Gegensatz dazu schon. Ein ganz einfaches Beispiel, woran man diesen Unterschied sieht, ist, KI schlägt seit Jahren schon jede Art von menschlicher Schachspielerin. Das heißt also auch die WeltmeisterInnen und alle werden von KI geschlagen. KI ist einfach besser im Schach als wir Menschen. Was KI nicht kann, was aber schon irgendein kleines Kind kann, ist mit diesen Schachfiguren Türmchen bauen oder mit den Schachfiguren sein Geschwisterchen abwerfen oder sonst wie irgendwelche Arten, zwar unsinnigen Arten fürs Schachspiel zu machen, aber man merkt auf jeden Fall, wir sind kein geschlossenes System. Wir, auch Kinder, können eben schon mit den Schachfiguren andere Sachen machen. Und es führt eben dazu, dass alles, immer wenn wir auch sagen, KI rechnet, das macht sie, KI denkt, KI entscheidet, das ist alles eigentlich immer nur eine Reaktion, also nur eine als Ob-Struktur. Und die Sachen, in der wir in der Sprache unterstellen, die liegen gar nicht realita vor. Was wir Menschen im Gegenzug eben schon haben, das heißt, unsere Handlungen sind real und wir agieren und reagieren nicht nur. Natürlich manchmal teilweise, aber eben wir können auch agieren. Wo KI uns natürlich auf jeden Fall schlägt, ist in Form von Wissen. Da spricht man natürlich eher von Daten und nicht von Wissen. Das hat KI natürlich viel besser, kann sie viel besser verwenden auch und verwerten. Deswegen sind ja die meisten KI-Anwendungen so unfassbar handlungssicher und praktisch. Was wir aber schon wieder können, im Gegensatz eben zu einer KI, ist, dass wir halt eben die Daten auch analysieren können, reflektieren können, urteilen können. Und das wird eben eine KI aus sich selbst heraus nie können.
Und deswegen kommen wir jetzt nach dem kurzen Exkurs in was ist KI meiner Meinung nach zu dem bisschen hier mehr Hands-on-Bereich dazu, dass eben KI dadurch, dass sie halt keine Akteurin ist, dass wir keine Gegenüber in KI schaffen, dazu, dass halt KI im Grunde nichts anderes ist im ganzen kreativen Prozess und auch im Kunstschaffen, wie halt einfach ein Pinsel. Ein sehr komplizierter, ein sehr komplexer Pinsel, aber von der Qualität her ist es nichts anderes. Nur eben quantitativ ist KI ein bisschen mehr als ein Pinsel. Und genau, das führt eben einerseits dazu, dass halt die KI, um das auch immer so vermenschlichen zu sagen oder so abgekürzt, ist selbst nicht kreativ, natürlich nicht. Und das ist eben der Fall. Aber was wir auch in gleicher Instanz sagen müssen, dass auch viele Sachen, die wir kreativ nennen, sind eigentlich gar keine Kreativität. Das heißt also, gerade im Kunstprozess, aber es gibt es auch in anderen Sachen, viele Teile davon sagen wir immer, oh, da braucht so viel Kreativität. Nee, das ist keine Kreativität. Auch sowas wie Brainstorm auf die Idee kommen, deswegen kann es ja ChatGPT so gut, sind einfach nur verschiedene Daten miteinander verknüpfen, überhaupt erstmal die Daten haben und die dann eben in Relation zusammenbringen. Eigentlich ist es nichts Kreatives. Und ich glaube, deswegen müssten wir nicht anfangen, KI quasi Kreativität zuzusprechen, sondern wir sollten eher versuchen, uns zu überlegen, wo sind wir Menschen wirklich kreativ und welche Bereiche sind eigentlich gar keine Kreativität, obwohl wir es manchmal so betiteln oder sagen. Und deswegen, weil eben KI sehr gut vernetzen kann, ich meine, die ganzen Anwendungsfälle müssen wir wahrscheinlich in dem Rahmen uns jetzt nicht mehr vor Augen führen, sind viele KI-Anwendungen so unfassbar tragreich und können für so viele Sachen eingesetzt werden. Und das ist ja auch gut. Also ich will hier gar kein so ein technikfeindliches, KI-feindliches Bild zeichnen. Wo man sich aber auch im Kunstschaffen, im kreativen Prozess, aber auch natürlich in allen anderen Bereichen, die hier wahrscheinlich in Expertisen, die hier vertreten sind, immer wieder vor Augen führen muss, ist KI-Einsatz, aber auch Digitalisierung insgesamt, ist halt kein Selbstzweck. Das heißt, man muss sich immer in jedem einzelnen Prozess, in jedem einzelnen Einsatzfall die Frage stellen, soll das überhaupt automatisiert werden? Gibt es dafür irgendeinen Bedarf? Also es gibt vielleicht auch Bereiche, um jetzt nochmal ein bisschen weiterzugehen, wo wir vielleicht sagen würden, da wollen wir grundsätzlich gar keine Art von Automatisierung, da wollen wir einfach keinen KI-Einsatz, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, um soziale Bereiche geht, im menschlichen Miteinander oder weil es da einfach zu gefährlich wird, wenn da halt irgendwelche Fehler entstehen, was natürlich immer entstehen kann. Deswegen brauchen wir Menschen, um das mal hier so ganz plakativ zu sagen, wir brauchen mehr Reflexionsvermögen, wir brauchen mehr Urteilsvermögen. Was wir weniger brauchen, wo eben KI eingesetzt werden kann, ist eben in diesen handwerklichen, ich meine jetzt nicht handwerklich im Sinne von Handwerksberufen, sondern handwerklich im Sinne von eben repetitive Aufgaben und Tätigkeiten, die halt eben viel besser automatisiert werden können und uns so vielleicht dann im zweiten Schritt schon wieder helfen können, dass wir halt viel mehr Möglichkeit haben, wirklich kreativ zu sein oder uns den Tätigkeiten zu widmen, auf die wir Lust haben. Und jetzt nochmal kurz, ich mache heute ganz viele verschiedene Themen auf, aber das ist auch manchmal irgendwie der Vorteil bei so einem kleinen Impulsvortrag, dass man einfach mal raushauen kann und ihr dann später alle diskutieren könnt und auch widersprechen könnt, um wieder den Bogen zur Kunst zu machen. Also was heißt das jetzt, dieser KI-Einsatz und dass es KI gibt für die Kunstwelt? Einerseits auf der Seite der Kunstrezeption, also beim Betrachten, beim Konsumieren. Durch KI kann eben diese Rezeption barrierefreier, inklusive, ubiquitärer, also allgegenwärtiger werden. Das heißt also, dass ich zu Hause kann mir irgendwelche Kunstwerke animiert anschauen. Ich kann in der Schulklasse mit Hilfe irgendwelcher KI-Tools mir vielleicht die Pyramiden anschauen, nicht so wie sie jetzt aussehen, sondern wie sie mal eigentlich aussahen. Auch Menschen mit Behinderungen können vielleicht mit Hilfe von KI-Tools sich Sachen, zum Beispiel wenn man nicht sehen kann, erklären lassen und sowas. Also es gibt natürlich tausend Anwendungsbereiche, warum KI da eben super ist und viel mehr eingesetzt werden sollte. Gleich ist es eben nicht nur auf der kunstbetrachtenden, konsumierenden Seite, auch auf der kunstschaffenden Seite. Auch da kann KI dazu führen, dass halt das eben einfach egalitärer wird. Das heißt also, früher habe ich vielleicht sehr viel Geld gebraucht, um ein Musikstück zu produzieren. Ich musste ein Instrument können, ich musste in ein teures Tonstudio gehen, eine Tontechnikerin haben. Ich musste dann vielleicht zu einem Label gehen, das veröffentlichen und so weiter.
Und zum Beispiel diese Schritte, jetzt nur um im Beispiel zu bleiben, könnten mit Hilfe von KI-Tools, aber natürlich auch Internet und was man sonst alles heutzutage hat, wegfallen. Das heißt, ich kann in meinem Kinderzimmer vielleicht sogar einfach mit Hilfe von KI-Tools und Instrumenten ein Stück machen, das dann irgendwo auf irgendeine Streaming-Plattform hochladen, wo es dann wieder empfohlen wird mit Hilfe von KI-Tools und so weiter. Und so das alles, diese ganze Gatekeeping-Funktion überspringen. Dann, worauf ich ein bisschen im Buch eingehe, worauf ich jetzt, glaube ich, heute gar nicht so eingehen will, ist der Unterschied zwischen Kunst und Kitsch. Ich meine, wir wissen alle im allgemeinen Sprachgebrauch ungefähr, was Kitsch ist. Und meine These ist, dass halt vieles, was KI alleine macht, wenn wir nicht menschlich eingreifen, ist Kitsch und keine Kunst. Also es braucht immer die menschliche Autorin, die menschliche Autorschaft, dass eben was entstehen kann. Aber genau, das können wir jetzt, glaube ich, an der Stelle erstmal beiseite lassen. Und deswegen habe ich 4 Forderungen für eben KI und Kunst und eben auch Kitsch. Erstens Quoten, das heißt also, dass wir vielleicht irgendwann Quoten brauchen, wie viel menschliches Zutun wir irgendwo möchten und wie viel eben von KI übernommen werden darf, ist vielleicht auch für andere Bereiche relevant. Dann, was aktuell schon teilweise gemacht wird, zum Beispiel auf Social Media oder so, dass wir KI-Disclaimer einsetzen, das heißt also, dass irgendwo ein Label kommt, Achtung oder was auch immer, ist mit KI gemacht. Das, was dann wieder zum Bewusstsein, Transparenz und Aufklärung führt. Dann das typische Thema ist natürlich wieder Bildung. Und das meine ich in allen Entwicklungsstufen. Das heißt nicht nur Kinder, sondern eben auch die Ältesten unserer Gesellschaft und alle, die dazwischen sind. Und was vielleicht auch mal eine Lösung wäre, dass wir KI nicht nur in Händen der privatwirtschaftlichen Unternehmen hinterlassen, sondern auch KI-Strukturen in öffentlich-rechtliche Hand setzen, weil das an sich, finde ich, eine super Institution ist und eine super Errungenschaft ist, die aber noch nicht genug genutzt wird. Und jetzt bin ich über meiner Zeit und würde deswegen direkt in die Fragen öffnen. Sehr schön, ich mache mal das Mikro auf. Erstmal großen Applaus für dich, vielen Dank. Wer online eine Frage hat an Dorothea, hebt die Hand. Ich hoffe, Sabrina oder Nicole moderieren das. Wer hier eine Frage hat, gerne auch die Hand, dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch.